Hallöchen. Natürlich habe ich das in der letzten Aufnahmesession nicht weitergespielt. Hätte ich nochmal abgespeichert, aber naja, gut. Ich laufe jetzt mal eben zurück. Ich überlege mir auch noch, ob ich das nochmal rausschneide. Ach ja, wie das so ist, ne? Immer wenn ich mir vornehme, dass ich viel zocke, dann schaffe ich es irgendwie nicht. Und wenn ich denke, ach komm, mal eben ein Stündchen aufnehmen, so zwei Folgen. Dann sitze ich hier bis 1 Uhr nachts. Ich meine, ich hätte abgespeichert. Habe ich gerade noch mal eben schnell geguckt, dass wir. Ach, warte mal. Mal eben ins Inventar gucken. Egal, ja. Ich habe jetzt das Farbband mitgenommen. Das ist mir beim ersten Rundgang mit Jill auch so häufig passiert. Einfach, dass ich dieses Farbband nicht wieder zurückgelegt habe, bin dann losgelaufen, hatte keinen Platz mehr frei. Egal. Wichtiger ist, was ich jetzt eigentlich geguckt habe, ist, dass wir das Serum mit haben. Weil das wäre halt richtig doof, ne? Ich jetzt zurücklaufen habe, das Serum nicht mit. Wo müssen wir nochmal lang? Dim, dim, dim und da hinten runter, ne? Nee, Quatsch. Die sind ja nicht da hinten im Raum. Genau, die sind ja hier in rechts in dem Raum. Genau, in dem Flur sind die ja. Ich kann sie ja nur ein, zwei Minütchen laufen eben zurück. Und dann hat er uns ja sowieso automatisch wieder, sag ich mal, zurückgebeamt, ne? Wir waren dann automatisch wieder in dem Speicherraum, meine ich. Und dann kam halt die Zwischensequenz, genau. Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard! He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? Die sich um uns Sorgen macht, ne? Okay. Wir haben. Ach ne, wir müssen nochmal zurück. Genau, ich habe ja das Farbband, das müssen wir auf jeden Fall zurücklegen. Und. Hä? Ich überlege gerade, waren wir nicht noch weiter. Ach nee, genau. Ich hatte noch weiter aufgenommen, die Aufnahme war aber. Kaputt, genau. Ich habe gerade überlegt, wir waren doch schon weiter gewesen. Wir waren doch schon in einem Raum drin und so. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? No, I'm okay. But if something should happen to me, I'm counting on you. No problem. But we're very short on medical supplies, so take care of yourself. Genau, ich dachte jetzt gerade, die schmeißen uns direkt wieder aus dem Raum raus, aber wir können hier an die Truhe noch alles dran, ne? Das ist gut. So, dann packen wir das nämlich jetzt erstmal wieder weg, damit wir ein bisschen Platz haben. Und dann kombinieren. Jetzt würde ich gerade. Ach so, ja, genau. Deswegen habe ich hier auch noch einen drin. Ja, ich war im anderen Film. Ich hätte halt, weiß nicht, in der Viertelstunde oder so aufgenommen und dann habe ich geguckt und gesehen, so, oh, die Aufnahme ist Fratze. Da hatte ich auch keinen Bock mehr. Da war ich ein bisschen beleidigt. Aber heute versuchen wir wirklich hier das komplett durchzuziehen bis zum Ende.
So, was nehmen wir denn mit? Lass mich überlegen, was jetzt passiert. Ich weiß es ja nun mal, also kann ich mich auch ein bisschen drauf vorbereiten. Wir lassen... Boah, ich muss mal ein bisschen mischen, ne? Ich wundere mich nur, dass wir so unheimlich viel Grün, ist klar, aber dass wir ein rotes Kraut nur da oben haben. Ich habe bestimmt irgendwie was nicht eingesammelt, oder? Ich kann mich natürlich jetzt gerade nicht erinnern, weil es einfach... Ich wollte eigentlich eine Woche später die Aufnahme weitermachen. Aber wann hatte ich das aufgenommen? So Mitte Dezember? Ja, und dann so kurz vor Weihnachten war das irgendwie. Genau. Und ja, irgendwie habe ich dann aber zwischen Weihnachten und Neujahr gar nicht aufgenommen. Und ja, da musste ich auch wieder arbeiten. Kein Urlaub mehr. Und da war so viel zu tun, da habe ich es nicht mehr geschafft. Und so ein paar Wochen, da vergisst man dann schon wieder einiges. Jetzt erkunden wir erstmal weiter. Wir haben ja hier rechts jetzt den roten Raum, den roten Flur, wo wir Rebecca und... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, ihr wisst schon, den Kerl, den wir dabei hatten. Ich habe den Namen jetzt irgendwie vergessen. Da, wo wir die beiden gefunden haben, der rote Flur, da gehen wir jetzt mal gucken. Und natürlich, ob wir auch schon die Schlange entdecken, die ihn gebissen hat. Wenn man es entdeckt, ne, dass da jetzt so ein Zwischenboss halt kommt, ne. So, da erwartet uns auch schon ein netter junger Mann. Naja, Jungs sind, ne? Gehst du mal down oder was? Ey, das ist doch nicht zu fassen, ne? Ey, wie viele Schuss ich für ihn jetzt verbraucht habe. Ich habe die gerade voll gemacht. Das ist doch nicht zu fassen, ey, da ich jetzt 12 Schuss gebraucht habe. Ist doch ein Scherz jetzt, ne? Man muss immer überlegen, auf welchem... Schwierigkeitsgrad, wie das gerade spielen. Ja, da finde ich das schon ein bisschen lächerlich, dass ich jetzt 12 Schuss für den gebraucht habe. Und normalerweise kann man in dem Spiel jetzt auch nicht, wenn wir den Typen nicht sehen, können wir den eigentlich nicht verfehlen, weil der, sobald du ja R1 drückst, L1 meine ich, zählt er automatisch. Da ist es ja jetzt auch sofort gehört. Ja! Ah, das hatte ich gehofft. Dann brauchen wir für den nämlich jetzt keinen, weil ich hatte ja jetzt nur noch einen hier drin. Sehr schön. Ist der Flo nämlich hier auch schon mal clean? So, jetzt gucken wir mal, wir sind jetzt hier. Der Flo ist rot. Ist hier irgendwas? Ach so, da unten rechts in der Ecke. Blendgranate, ja. Danke. In dem anderen Raum, da ist jetzt noch roter Flur. Da haben wir ja gerade gesehen, da waren so zwei grüne Pflanzen. Die lassen wir aber erstmal stehen. Da blinkt was. Munition, ja. Die lassen wir erstmal stehen. Wir gucken erstmal, was wir hier alles finden. Und ob wir, wenn wir da noch genug Platz haben, können wir die immer noch mitnehmen, weil die sind eh beide wieder nur grün. Kerzenhalter ohne Flamme. Okay. Feuerzeug. Wenn da jetzt eine rote bei gewesen wäre, hätte ich die mitgenommen, aber so. Oh, Gewehrmunition, danke. Siehst du, das ist nämlich, das ist mir dann doch lieber als Heilung. So, es ist immer noch rot hier. Einsammeln können wir hier, glaube ich, jetzt nichts mehr. Sagt der hier noch irgendwas oder so? Die Regale sind voller Weingläser, okay. Hier ist ein Geheimgang, beziehungsweise Geheimraum. Werdet ihr jetzt sehen. Ah! Und natürlich. Und dann
müssen wir den Schweinebacken-Ding benutzen. Notenblatt mitnehmen, ja, wichtig. Weil dann brauchen wir hier in den Raum nämlich nicht wieder rein. Schnell raus. Können wir jetzt Munition sparen. Und auch durch, falls es uns so nahe kommt. Dass wir für den nicht noch einen verschwenden. Weil ich meine, hier ist sowieso nichts mehr. Ne, genau, da haben wir jetzt nur das Notenblatt hergekriegt. Jetzt haben wir noch einen Platz frei. Und dann laufen wir jetzt sowieso erstmal wieder zum Speicherraum zurück. Damit wir das Notenblatt ablegen können und die Gewehrmunition. Und dann können wir jetzt auch ruhig... Den haben wir ja hier verbrannt. Hier ist keiner mehr. Grünes Kraut mitnehmen. Dann können wir jetzt ruhig die Plätze voll machen. Und dann könnte ich gleich mal überlegen, wo wir nochmal aufladen können. Terpentin oder Benzin oder weiß ich nicht. Was ist das eigentlich? Auf jeden Fall, wo noch ein Kanister ist. Genau, hier draußen, ne? Rechts an der Seite. Da müssten wir eigentlich noch aufladen können. Aber das Problem ist, wir kommen da hinten nicht mehr durch. Das heißt, wir müssten unten lang... Und dann den ganzen Flur entlang laufen. Na, ach, wo will ich denn hin? Machen wir uns gleich Gedanken drum. Laufen wir jetzt erstmal zurück. Vielleicht gehen wir auch erstmal in den Raum mit dem Klavier und versuchen mal das fertige Stück zu spielen. Gucken mal, was dann passiert, was wir dann kriegen und so. Vielleicht machen wir auch das erstmal. Jetzt erstmal, dass wir das Notenblatt mit dem nicht kompletten Notenheft kombinieren. Ich meine, wir bräuchten nur eine Seite. Ich meine, dann wäre das Notenheft auch wieder komplett. Begrüßt ihr uns bestimmt jedes Mal so, ne? Erstmal mit so einem kleinen Intro. Ach, natürlich. Okay, wir können sie wahrscheinlich... Na. Are you okay? Want me to treat your wounds? No, I'm okay. But if something should happen to me, I'm counting on you. No problem. But we're very short on medical supplies, so take care of yourself. Ja. Sie macht es doch. Ich dachte, sie macht es nur einmal und beim zweiten Mal müssen wir hingehen und sie ansprechen. So, das decken wir jetzt erstmal hier und das packen wir ganz nach oben. Ordnung muss sein. Ach Quatsch. Und dann gucken wir mal, dass wir die beiden Sachen hier kombinieren. Fehlende Musik, ja, möchte ich gerne haben. Die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Ja, sehr gut. Jetzt können wir uns überlegen. Erstmal wieder aufladen. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und erkunden die rote Tür, die wir da jetzt noch haben. Der Flur ist jetzt noch rot, weil noch eine Pflanze da steht. Und dahinter ist ja die rote Tür. Ob wir die jetzt erstmal erkunden? Ich glaube, das machen wir zuerst. Weil wir jetzt gerade eh dabei sind. Bevor wir jetzt woanders wieder hinlaufen, hier mit dem Klavier, machen wir jetzt erstmal das. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wir brauchen für diese Tür einen Schlüssel. Wir haben ja im Moment nur den einen. Und wir nehmen mit, das lassen wir hier, Gewehrmunition nehmen wir mit, Gewehr nehmen wir mit und wir nehmen, pass auf, hier ist ja eh nichts mit drin, das lassen wir auch erstmal hier. Gemischte Kräuter, zweimal, wir nehmen beide mit. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nochmal abspeichern soll.
Es ist, wäre eigentlich, ja, doch. Ich mach's lieber. Ich glaube zwar nicht, dass, wir jetzt sterben. Ich mach's trotzdem lieber. Ich meine, beim ersten Mal habe ich es auch geschafft, aber wie das dann so ist, da habe ich aber auch, wie man sieht, bei dem Speicher irgendwo, ich glaube bei der ersten Aufnahme oder so, ne, habt ihr ja, glaube ich, gesehen, wie viele Speicherstände. Ja, hier seht ihr das ja jetzt auch. Ich lasse es ja jetzt laufen. Seht ihr ja, ich habe 41 Mal gespeichert, also echt super oft. Aber schreiben wir den, ja, doch. Weil ich habe echt ständig, weil ich keinen Bock hatte irgendwie, weil man halt an vielen Stellen hin und her laufen muss, weil man ja halt einfach so wenig Platz hat. Schon alleine unten für die vier Masken und so, ne, muss man ja mehrmals hin und her laufen. Also mindestens zweimal eigentlich. Wenn man jetzt alle auf einmal hätte, ja gut, könnte man was zur Seite legen, alle ins Inventar packen, aber... macht man halt irgendwie nicht, weil man die halt auch nicht alle auf einmal kriegt. Du musst halt erstmal andere Sachen machen und dafür musst du wieder andere Sachen mitnehmen. So wie die Schlüssel oder so. Und ich laufe ja nicht mit den Masken dann zur Truhe und schläge die dann erst da rein. Und die ersten beiden, die wir jetzt gekriegt haben, haben wir ja auch sofort zurückgebracht. Oder sofort runter in den Keller gebracht, damit die einfach schon mal da unten sind und... Genau. Ich meine, wir hätten jetzt soweit mit dem Rüstungsschlüssel alles aufgeschlossen, was geht. Hoffe ich mal, weil dann müsste das jetzt eigentlich die letzte Tür sein, damit wir den Schlüssel nämlich endlich ablegen können. Damit er nicht die ganze Zeit... Das war falsch jetzt, ne? Ja. Ach ja, das ist... Wenn man die ganze Zeit labert, ne? Dann läuft man auch mal falsch. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, dass das einfach nervig ist, weil das die ganze Zeit natürlich auch wieder Platz wegnimmt. Wenn ich das so richtig auswählen könnte, dann wäre das cool. Dann holt seinen Schlüssel, schließt erstmal alles auf und läuft dann zurück. Oder, beziehungsweise hast du den Platz frei. So. Wir wechseln schon mal die Waffe. Hier erwartet uns ja erstmal jetzt nichts mehr. Den einen haben wir hier weggeschmuddelt. Gebrutzelt wollte ich eigentlich. Ich wollte erst schmörgeln und brutzeln und dann ist. Ja. Kennt ihr ja, ne? Wenn man so. Die Tür ist verschlossen. Ein Schildsymbol. Nein! Es ist doch nicht das Rüstungsding. Ugh, toll. Jetzt bin ich natürlich hier völlig umsonst. Hä? Welche Tür haben wir denn dann jetzt damit noch nicht aufgemacht? Wir haben den Schlüssel noch gar nicht. Das wundert mich jetzt aber gerade. Wir haben den Schlüssel noch gar nicht. Aha. Aha, aha. Okay. Okay. Helm, den Helmschlüssel haben wir noch nicht. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt soweit alle Schlüssel. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Okay. Was, ach man, jetzt weiß ich wieder nicht, welche Türen von der anderen Seite verschlossen sind. Was war denn hier nochmal? Ah, okay, warum waren wir da noch nicht drin? Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Das war die letzte Tür. Ja, ich möchte ihn gerne ablegen. Das war die letzte Tür. Warum war ich denn hier noch nicht drin? Keine Ahnung, was ich mir letztes Mal dabei gedacht habe. Ach ja. Ach ja. Das Rätsel. Ja. Ja. Wehe dem, der meinen Schlaf stört.
das ein Schalter betätigen? Nein. Ach ja, in dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist ihm im Weg und sie können es nicht erreichen. Ja, da, ach ja, ich erinnere mich. Okay, wir gucken mal, boah, wie war das nochmal? Warte mal. Das kann jetzt, ich kann nicht versprechen, dass das jetzt schnell geht. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das hier war. Das war es nämlich schon mal nicht. Ach, kann man das nicht irgendwie zurücksetzen? Wäre gut, wenn man das irgendwie zurücksetzen könnte oder so. Dass die wieder alle nach vorne sind. Ich weiß aber nicht, ob das geht, wenn ich den Schalter hier betätige. Oder ob ich nicht dann aufgeschnetzelt werde. Weil das hier falsch ist, weißt du? Ah, so ist richtig. Da haben wir es doch. So, jetzt dürfen wir drücken. Ich, auch hier weiß ich nicht, was passiert, wenn das, wenn du das jetzt einfach so drückst, ohne dass alle... Weiß ich nicht, ob du dann hier aufgespießt wirst oder so. Ein rätselhafter Kasten. Mitnehmen. Gott sei Dank haben wir jetzt einen Platz frei. Okidoki. Gucken wir uns den Kasten mal kurz an. Prüfen. Da ist ein Schalter betätigen. Ja. So, was ist passiert? Hier rechts, die Hälfte, die rechte Hälfte des Herzens leuchtet jetzt. Das hat man jetzt gerade nicht gesehen. Warte mal, ich gehe nochmal raus. Da oben. Haben wir einmal links den Mond, rechts das Herz, beziehungsweise die Sonne und darin ist so ein Herz, ne? So, jetzt schauen wir mal. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann leuchtet die rechte Seite jetzt hier. Dann gucken wir mal hier. Jetzt leuchtet die Seite. Dann nehmen wir jetzt die Seite. Das war falsch. Okay. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Müssen wir mal... Also, das war ja schon mal richtig. Dann nehmen wir die Seite. Das war auch richtig. Dann die. Hä? Aber die ersten beiden waren noch richtig. Und dann habe ich den hier genommen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Moment. Das rechte Herz. Dann haben wir den gedrückt. Und gerade beim ersten Mal habe ich den gedrückt. Und das war falsch. Dann kann es doch nur der hier sein. Es sind doch nur 4 Schalter. Okay. Dann machen wir einfach mal den linken als zweites. Na, den linken. Und dann machen wir den rechten. Okay, falsch. Vorne. Links. Hinten. Was ist, wenn ich erst hinten mache? Ach, das nimmt der auch an. Okay. Ach so. Ach so, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern, dass wir nur... Ach so. Es befand sich eine Maske darin. Todesmaske. Ohne Augen, Nase oder Mund. Maske ohne alles. Wie Pommes ohne alles. Okay. Schön. Jetzt haben wir wieder alle Plätze voll. Das ist ein Traum. Was tun wir jetzt? Ja, eigentlich wäre es gut, wenn wir jetzt erstmal runtergehen, ne? Was war denn mit dem Raum da hinten nochmal? Mit der Tür? Kamen wir da durch?
Egal. Kann man mit Sicherheit nicht durch. Wir haben weder einen Schlüssel noch einen rostigen Schlüssel als Dietrich-Ersatz. Also kommen wir da so oder so nicht durch. Egal, was mit dieser Tür war. Jetzt nur die... Wo war denn nochmal der Klavierraum? Ach, da unten, ne? Ja, pass auf. Dann machen wir jetzt doch als nächstes, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Als nächstes das mit den Noten. Dann laufen wir jetzt wieder zurück und holen das Notenblatt. Das tut mir sehr leid. Ich hatte, ja, das falsche in Erinnerung. Ich war mir auch nicht 100% sicher, dass der Schlüssel für diese Tür war. Aber wenigstens war das der Schlüssel für den Raum direkt nebenan. Dass wir uns jetzt da die nächste Maske holen konnten. Ja, man sollte vielleicht auch auf... Bildschirm gucken, wenn man läuft und nicht auf dem Laptop. Also, ne? Weiß schon, was ich meine. Jetzt erzählt hier uns bestimmt wieder ein, ne? Are you okay? No. Okay, man kann es doch ein bisschen abkürzen, die ganze Sache. Gut zu wissen. Dann packen wir das hier rein. Einpacken wir davon auch zurück. Und die Maske packen wir auf jeden Fall rein. Und ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir müssen das hier auch mitnehmen. Ich frage mich, wofür wir das hier brauchen. Ich habe es mit Jill nämlich nicht gebraucht. Deswegen muss er es ja für irgendwas brauchen, oder? Okay, die beiden Sachen. Ach so. Moment, wir sollten das hier auch mal auswechseln. Oh, was ist das hier so ein bisschen durcheinander, ne? Hallo? Das, Munition, jo. Wir sind jetzt hier unten. Achso, doch, klar, wir können da hinten so lang. Ich weiß nur nicht mehr, ob da Zombies auf uns warten. Ich glaube schon, ne? Oder wir laufen oben lang. Ja. Ach, egal. Ein bisschen Action kann nicht schaden, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir sind da unten 2 oder 3 Zombies aus dem Weg gegangen, meine ich zumindest. Ja, so an sich Action. Ach, warte mal. Moment. Ich guck mal, guck mal eben, ob der Kanister da hinten noch, ob da noch was drin ist. Ich meine zwar, der wäre leer gewesen, aber wir nehmen es trotzdem mal eben mit. Ja, eigentlich will ich Munition sparen, ne? Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mal den längsten Weg zu laufen. Nur um dann 10 Schuss mehr zu haben oder so. Also wir gucken nochmal eben. Ah, ich glaube, ich hatte den hier leer gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob der Raum... Ja. Er war natürlich leer. Jetzt haben wir keinen Platz mehr frei. Und ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. So, und ich meine, wir hätten hier... Zombies übersprungen. Meine ich zumindest. Die wären aus dem... Werden wir gleich merken. Ja. Oh! Oh! Okay. Oh. Oh, Gott sei Dank waren die noch nicht schnell. Ich habe zwar damit gerechnet, aber ich habe jetzt...
Gut, dass ich das hier auch jetzt, wo ich mit Facecam aufnehmen kann, nicht mit Facecam mache. Diese Gesichtsgymnastik, die ich dann immer veranstalte. So. Ach so, nee. Ach, hier, siehst du? Hier habe ich zum Beispiel liegen lassen, genau. Die können wir gleich mal mitnehmen. Jetzt verwenden wir erstmal das hier. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Okay. Daran konnte ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Bei Jill spielt es ja einfach und gut ist. Mitnehmen. Ja, Problem ist, wir haben jetzt keinen Platz mehr und ich weiß nicht, was jetzt noch auf uns zukommt. Wir lassen es doch noch da liegen, bis Jill das, Rebecca das hier gleich gebacken kriegt. War hier noch irgendwas? Ach, wir können das hier zur Seite schieben. Okay. Hallo? Hä? Hatten wir das nicht schon gemacht und haben hier die Noten gefunden? Also das Notenheft? Pass auf, wir gehen jetzt mal raus und kommen mal wieder rein. Vielleicht ist sie dann geübt darin. Oder wir müssen sie einfach nochmal ansprechen. Hallo? Hallo? Ne? Nee. Ja. Was soll ich denn dann in der Zeit machen? Ach, jo. Warte mal. Ich glaube, wir haben noch was im allerersten Raum vergessen. Das können wir mal eben holen und benutzen. Was war das jetzt? Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Was war das für ein Geräusch? Nö, haben wir schon eingesammelt, ne? Den blauen Stein hier. Haben wir eingesammelt und auch schon benutzt, ne? Okay. Und das hier können wir auch noch nicht machen, richtig? Dann kommen wir doch eigentlich momentan gar nicht weiter, wenn sie da nicht fertig ist. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück, weil ich wüsste nicht, was wir jetzt sonst noch machen können. Außer die, ja, die eine Maske wegbringen, das haben wir noch nicht gemacht. Aber ansonsten kommen wir doch jetzt gar nicht weiter. Wir haben keinen Schlüssel, nix. Pistole ist voll, ne? Okay. Ja, wir müssen, oder man muss vielleicht doch noch mal woanders hinlaufen. Irgendwie ein, zwei Räume weiter oder so. Was war das schon wieder für ein Geräusch? Als würden die Zombies da durch die Tür kommen oder so. So, ist sie jetzt fertig? Boah, die übt immer noch. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen so lange. Ich habe gedacht, wir hätten den Diamanten da noch nicht aufgehoben, den blauen. Und deswegen würde die Dingens da angezeigt.
kommen wir durch nichts durch mehr. Wir waren jetzt schon überall drin. Wir haben keine grauen Türen mehr. Ach, im Untergeschoss. Ja gut, aber da gibt's nichts Spannendes im Moment. Noch nicht für uns. Hier, die graue Tür. Da gibt's noch nichts Spannendes. Nee. Muss man jetzt einfach hier ein bisschen rumlaufen, oder was? Okay, ich sehe gerade, ist sowieso schon 30 Minuten rum. Dann esse ich jetzt mal eine Kleinigkeit und mache mal hier so lange Pausenmenü. Und dann schaue ich mir das gleich mal an, ob wir jetzt irgendwie noch weiter rumlaufen müssen oder... Ja, weiß ich nicht. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann!